Viel Erfolg. Hoch mit euch. Bester Mann. Zicke, zacke, zicke, zacke. Die Spieler sind sehr schnell an der Base, wollen natürlich den Vorteil des Anfangs nutzen, um direkt anzugreifen. So, das Spiel ist gestartet. Wir haben 10 Minuten auf der Uhr. Wunderbar. So, jetzt sind die Spieler angemeldet. Da geht's schon los. Durch die Mitte geht schon Asuna. Ist schon ziemlich weit an der blauen Base. Aber wir wissen ja, hinten steht Kirek wie ein Fels in der Brandung, der natürlich richtig gut verteidigen kann. Da sind die ersten Abschlüsse gefallen. Die Teams rennen zurück, um sich aufzuladen. Sie müssen ihn natürlich unter der Energizer Bay aufladen. Dann vergehen noch 3 Sekunden, bis sie wieder aktiv sind und loslegen können. In dieser Zeit sind sie immun gegen Angriffe, können sich aber natürlich auch nicht wehren. Da wurde direkt ein Angriff von Laser Force abgewehrt. Direkt im Keim erstickt am Anfang. So, und wir haben da Asuna, die sich natürlich, oh, mit Chase F ganz nah, Asuna wurde ausgeschaltet, muss jetzt zur Base, Chase F hat die Möglichkeit, das erste Tor für Laser Force zu machen, er ist ziemlich, da haben sie ihn weggeholt, wunderbar, das wurde vereitelt. Ja, die Teams versuchen natürlich auch Konterangriffe zu starten, das heißt, vorzugehen, abzuwarten, den Angreifer auszuschalten und mit ihm zu der Base zurückzulaufen, warten und dann natürlich den Respawn-Punkt von der Base abkapseln, damit ein zweiter Spieler das kontern kann und die Base dann auch zerstören kann. Sehr gute Taktik, sehr gut bewährt, aber im Moment schenken sich die Team nichts. Es steht immer noch 0-0. Die Angriffe werden ziemlich früh vereitelt von beiden Teams in der Verteidigung, sehr stark. So, da ist wieder Full Metal, ist jetzt natürlich mit nach vorne, wurde ausgeschaltet, muss sich wieder aufladen. Damit Chance für Laser Force. Ah, auch die Miss Botec wurde gerade in der Verteidigung weggeholt. Laser Force ist auf dem Vormarsch, kommt immer näher an die rote Base von Black Bullet. Die müssen natürlich aufpassen, gerade hinten an der roten Base. Wenn man einmal in die rote Base als Gegner eingedrungen ist, hat man natürlich eine sehr gute Möglichkeit, die Spieler, die vom Spawn aus kommen, vom roten Spawn aus, besser abzufeuern, weil das Gelände weiter offen ist, als wie in der blauen Base. Da ist es ein bisschen enger, in der roten Base hat man wesentlich größere Flächen und kann da gut was wegsnipern. Wir haben immer noch 0-0. Jetzt ein Angriff von, ja, Billy the Kid. Ah, abgewehrt, direkt im Gang. Noch nicht einmal ein Hauch an der Base angekommen. Also wie gesagt, auch jetzt wieder in diesem Spiel, im zweiten Spiel, Black Bullet sehr stark in der Verteidigung. Laser Force auf den Vormarsch, greifen an. Das ist natürlich so, dass Laser Force, ich glaube die Taktik von Black Bullet ist es, Laser Force ein bisschen müde zu spielen, ne, in der Verteidigung wegzuholen, damit sie immer wieder zurücklaufen müssen. Da sind die Spieler natürlich sehr schnell und wieder vorne im Angriff. Wenn die Taktik von Black Bullet aufgeht, dann verliert Laser Force vielleicht an Kraft und in dem letzten Drittel des Spiels, denke ich mal, wird Black Bullet alles in den Angriff setzen. So sieht das aus. Ein spannendes Finale in dieser ersten Saison. Jetzt wieder Angriff von... sehr gut. Black Bullet ist wahnsinnig gut in der Verteidigung. Die Laser Force kommt nur auf halbe Strecke ran an die Base. Egal, ob sie durchs Labyrinth laufen, ob sie durch die Gänge schleichen oder an den Bäumen vorbei. Jetzt wieder ein Angriff von Laser Force. Chase F ist durch. Kommt die Rampe runter zur roten Base. Der Verteidiger Full Metal wurde ausgeschaltet. Hören wir dann Angriff auf die Basis? Ja, da wird die Basis attackiert. Kann es Black Bullet verhindern, dass die Basis zerstört wird? Oder, das sieht aus, ja, das haben sie verhindert. Wunderbar. Jetzt natürlich auch Miss Botec und Asuna im Angriff. Sie gehen sehr taktisch vor, hinter den Ecken, warten ab, sind nicht zu nervös, spielen sehr taktisch, sehr ruhig. Also ich glaube, da haben sie sich eine richtig gute Taktik überlegt. Es steht immer noch 0-0.
Wir haben noch 8 Minuten auf der Uhr. Da wird eine Base angegriffen. Da ist das 1:0 für die Laser Force. Truppe gefallen. Blau hat das erste Tor in der siebten Minute erzielt. 1:0 für Laser Force. Das heißt, wenn sie das zweite Spiel jetzt natürlich gewinnen, dann ist das Finale entschieden. Und Laser Force ist der erste Sieger in der ersten Saison unserer Botec-Liga. Das haben sich die Jungs natürlich dann auch redlich verdient. Black Bullet natürlich auch. Aber Laser Force hat natürlich auch wirklich trainiert. Da wird wieder eine Base angegriffen. Welche ist es? Oh, da ist das 2:0 schon gefallen. Für Billy the Kid hat die Basis zerstört von Black Bullet. Das ist natürlich das, was ich vorhin gesagt habe. Die Gefahr ist immer wieder, dass man in der roten Base leichter die Spieler abcutten kann von der Basis. Wenn die Verteidiger einmal ausgeschaltet wurden, haben sie Mühe, sich wieder aufzuladen und wieder die Basis zu verteidigen. Wenn man in der Basis drin steht, dann steht man da drin. Das 2:0. Jetzt muss natürlich Black Bullet richtig aufpassen. Was wird passieren? Wird Black Bullet sich da nochmal berappen oder ist das Finale entschieden? Laser Force weiterhin stark im Pushen, im Angriff. Einer wird ausgeschaltet, der nächste geht nach vorne. Ich glaube, jetzt ist sogar der dritte Mann mit vor. Jetzt wollen sie den Sieg erzwingen. Alle drei stürmen nach vorne, auf die Base. Richtig, die werden richtig hart bekämpft jetzt. Black Bullet hat da richtig Probleme, das abzuwehren. Verdammt nochmal. Wird das die Entscheidung sein? Werden sie die Liga dadurch gewinnen? Alle drei vorne, sie gehen jetzt auf volles Risiko und wollen den Sieg erzwingen. Aber Black Bullet steht natürlich in der Verteidigung. Wunderbar. Ja, der Angriff wurde abgewehrt. Ja, Billy the Kid ist wieder im Kommt durch. Ist an der Base, ist in der Nähe Base. Full Metal geht zurück zur Base. Ah, da wird die rote Basis angegriffen. Und können sie es abwehren oder ist das die Entscheidung? Billy the Kid hat das 3:0. Billy the Kid hat den Sieg eingefahren. 3:0 für Laser Force. Damit ist Laser Force unser erster Sieger der Botec.